Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SackMackTracken Between Time and Space. Wir sind gestern auf vogelhafte Art und Weise in ein Haus eingebrochen. Das war ziemlich cool und crazy. Jetzt schauen wir mal. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben das Haus gerade erst betreten, ne? Und können uns jetzt mal hier den Zettel anschauen, der uns eventuell Hinweise über eventuelle Allergien von dieser Supermutantenpflanze verrät. Ich sollte mich lieber etwas beeilen. Nur dass es leider nicht geht. Hallo? Jetzt. Ich kann etwas entziffern. Allergische Reaktionen. Hey, das sieht interessant aus. Hier steht, wogegen Audrey allergisch reagiert hat. Ja, was ist es denn, mein Gott? Warum sagst du es mir denn nicht? Was ist denn jetzt los? Muss ich mir das selber anschauen? Wenn man mich dafür bezahlen würde. Ich bin gespannt, ob ich aus diesen Aufzeichnungen irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Okay, was haben wir denn hier? Muscimol Muscaria. Das Präparat führt unter anderem zu unkontrollierten Zuckungen der Blätter. Sehr geschwächt. Rote Pustel und extreme Verringerung der Stoffwechselaktivität. Aha. Das brauche ich. Ich brauche Sorbus Acupaya, glaube ich. Digitoxin, Muscimol, Muscarin. Also, das dürfte irgendwas mit Pilz sein, ne? Einen Fliegenpilz habe ich ja schon. Digitoxin, das ist doch, glaube ich. Das ist doch ein Programm, mit dem man Digimon töten kann, ne? Na, schauen wir mal. Das ist ja hochinteressant. Diesen Zettel nach ist Audrey die fleischfressende Pflanze, die die Caponia später für ihre Monsterpflanzenzucht verwendet haben, gegen eine Reihe von Stoffen stark allergisch. Ein Vermischen der Substanzen führt zu einem Schock und schließlich zum Tod. Wenn ich Audrey vernichten will, brauche ich diesen Zettel nach verschiedene Substanzen. Vogelbeeren, einen Giftpilz und einen Fingerhut. Das Ganze muss ich gut vermischen, um die Giftessenzen herauszulösen und Audrey schließlich einflößen. Okay, wir haben einen Fliegenpilz. Ist ein Gifthut. Fingerhut. Dann brauchen wir noch eine Vogelbeere, ne? Glaube ich. Irgendeine Topfpflanze. Das sieht aus wie eine Destilliermaschine. Aha, hier muss ich quasi drei dann. Drei Flaschen sind hier angebracht. Alles klar. Ich denke, man gibt drei Naturessenzen hinein und das Gerät destilliert dann. Alles klar. Hier können wir schon mal den Pilz und den Fingerhut reintun. Wir brauchen aber noch eine Vogelbeere. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir hätten hier einen Vogel. Kombiniere Y-förmigen Ast mit Haargummi. Für eine funktionstüchtige Zwille. Sehr schön. Aber wo kriegen wir eine Vogelbeere her? Ah ne, warte, da gehe ich nur wieder zurück. In die Vergangenheit. Wo denkst du hin? Ich schieße nicht auf wehrlose Mädchen. Wir hätten eh nichts zum Schießen, abgesehen davon. Ob ich vielleicht, das müssen wir vielleicht noch versuchen. Vielleicht könnte ich mit dem Vogel nämlich woanders hinfliegen. Vielleicht kann der andere Bereiche noch irgendwie betreten.
die für Zack unzugänglich sind, auf die Wiese raus, aber es sieht nicht so aus, leider. Ah, naja, und doch. Habe ich das Fenster verschoben, ne? So. Eierschalen. Oh, anscheinend hat hier jemand gebrütet. Ich vielleicht? Hoffentlich ist Vogeldreck nicht das Einzige, was ich hier finde. Oh, da ist etwas zum Vorschein gekommen. Rote Beeren. Na, schaut euch das mal an. Das ist aber schon gemein, ne? Dass es hier oben weitergeht. Damit kann man eigentlich, das war jetzt wirklich reines Glück. Ich bin mir nicht sicher, was ich da reinlegen könnte. Dass Zack gar nicht mehr ohnmächtig wird, wenn er Tiere übernimmt, ne? Komisch. Tja, was soll man dazu sagen? Aha, da kann ich das Destillat nicht reinfüllen, oder wie? Weil das rinnt ja sonst auf dem Boden, wenn ich das jetzt aktiviere. Ich habe zwar die drei Reagenzien hineingelegt, aber ich brauche noch ein Behältnis, in das das Destillat fließen kann. Ah, wartet mal. Da habe ich nämlich was im Guide gelesen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Rätsels Lösung für uns ist, aber... Ein Teich mit frischem Wasser? Ja, Sushi sollte endlich in Freiheit leben. Jetzt kommt der Plot-Twist. Ich kann nur hoffen, dass die anderen Fische sie akzeptieren werden. Sushi Junior ist in Wirklichkeit Sushi. Geht sich nicht ganz aus, aber ein Vorfahre von Sushi und somit von sich selbst. Sushi Junior wird zu seinem eigenen Urgroßvater. So, geht das jetzt mit dem? Jetzt, wo ich Sushi nicht mehr in Gefahr bringe, kann ich das Aquarium als Auffangbehältnis verwenden. Na dann, los geht's. Los geht's. Ganz genau. Ja, der sagt ständig genau das, was ich sage. Ich glaube, ich sollte die Texte schreiben für Kraken 3. Oh, es scheint sich etwas zu tun. Sagenhaft. Sehr gut, es hat geklappt. In meinem Aquarium befindet sich nun ein giftgrünes Destillat. Sagenhaft. Ein giftgrünes Destillat. Können wir das jetzt endlich in unsere blöde Röhre füllen? Okay. Ja. Ich fülle es die ist schon seit 15 Jahren versucht. Mal sehen, ob ich das hinbekomme, ohne zu kleckern. Voila. Voila. Na gut, ich erkläre die Vergangenheit für beendet. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche die Puppe von dem Mädchen. Ne? Ich glaube, ich brauche die Puppe von dem Mädchen. Ich weiß nicht warum, aber die Dialoge haben dahin geführt. Hey, Kleines! Nein! Warum? Warum denn? Meine Mutter. Aha, ich will sie. Nein! Und wenn du mich nicht. Klein. Na, da. Jetzt habe ich eine Steinschleuder, eine Zwille. Ich weiß schon, ich schieße die Atombombe mit interessant, der Steinschleuder. Interessante Idee, aber Kamasutra ist auch in. Ja, ist schon okay. Hey, willst du nicht ein Windrad stattdessen? Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Willst du nicht lieber hier... Das führt zu... Willst du ein Schnurrbart? Das wäre nicht an... Ah, ich schau ganz kurz in den Guide, ob wir den brauchen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die Puppe brauchen. Wir haben nämlich keinen Bock, ständig hin und her zu reisen. Foxglove Plant. Die haben wir, glaube ich, mitgenommen. Das Stirngummiband. Slingshot. With Doll. Was? Use Slingshot with Doll. Wie soll denn das gehen? Hm.
Die sagen hier, ich soll die Steinschleuder mit einer Puppe verwenden, aber welche Puppe denn? Jetzt warte mal, lese ich kurz weiter. Okay. In die Maschine geben, in Fischglas füllen, Fischglas mit Gift in die Feed-Tube füllen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, dass der Guide meint, ich soll irgendwie hier mit Puppe. Ach so! Mit etwas Glück und meinem zielsicheren Auge könnte ich ihr die Puppe vielleicht aus der Hand schießen. Nein, das geht, wenn sie die Puppe so auf den Kopf trägt. Ein kleines Steinchen sollte reichen. Ich spinne. Hey, wie soll man denn auf sowas kommen? Woher soll ich denn überhaupt bitte wissen? Nach allem, was wir gesehen haben. Keine Sorge, Dolly geht es gut. Sie ist nur etwas traurig. Nach allem, was wir gesehen haben. Also, woher soll man denn draufkommen, so wie das aussieht, meine ich? Dass die Puppe ein eigenes Objekt ist, das ich extra anvisieren kann. Wenn das Mädchen, es ist wie? Oh Gott, manchmal regt es mich fast auf, dass alles so unlogisch ist. Oder so, ja, weiß ich nicht. Unintuitiv. So, auf jeden Fall weiß ich jetzt zwei Sachen, die wir jetzt machen können und werden. Dafür brauchen wir aber wieder unsere Maske. Lieber nicht. Und wenn ein gut gedüngter die Blätter nach den zwei Sachen, die ich jetzt machen kann, nichts Neues ergibt, muss ich wieder in Maske Guide spicken gehen. Aber die zwei Sachen machen wir jetzt mal. Die Maske sieht so scheiße aus. So, als erstes, tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid, aber als erstes müssen wir jetzt Audrey töten. Auch wenn Audrey nichts dafür kann. Audrey hat nie jemandem was getan. Audrey ist nur ein Opfer der verrückten Wissenschaft. Hallo, Chef! Oh, es hilft nichts. Ich bin gespannt, ob das klappt. Nee. Bestimmt nicht. Diese Giftmischung sollte Audrey außer Gefecht setzen. Das hat wohl geklappt, oh mein Gott! Die arme Audrey. Ich sollte das lieber verbergen. Die arme Audrey. Naja. Wenn wir jetzt die Pflanzen auslöschen wollen, das machen wir wohl, müssen wir jetzt nur noch alle Pflanzen unten auf der Erde töten. Also das Labor wahrscheinlich mit der Atombombe in die Luft sprengen. Mit der Atombombe aus der Zukunft. Guck mal, findet ihr nicht auch, dass der Kasten da unten aussieht wie Mothman aus Fallout 76? Ich finde schon. So, Dala, und jetzt passt auf, was mir nämlich noch eingefallen ist, der Dreckhaufen hier, ganz genau. Für was haben wir denn das Besenwesen, wenn nicht für Dreckhaufen? Ich fege nur ungern mit wehrlosen Wesen. Aber hier muss mal anständig durchgewischt werden. Ja, es funktioniert. Alles unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise in diesem Fall unter die Treppe. Was haben wir jetzt hier? Klappe. Wer wagt, gewinnt. Aha. Endlich konnte ich mal etwas auf dem ganz normalen Weg öffnen. Was ist das denn? Noch nie gesehen. Ah, ein Sprenghebel. Den kombinieren wir jetzt aber mit Kabel, hier stimmt's? Am Hebel befindet sich ein Anschluss. Mal sehen, ob ich das Kabel da hineinstecken kann. Und dann scheint zu passen. Cool.
koordinieren wir das mit Brennkopf. Du hast recht. Wenn ich daran nur noch das Kabel und den Hebel befestige, habe ich eine klassische Sprengvorrichtung. Genial! Endlich kann ich den Plan der Caponia vereiteln und dieses grüne Horrorkabinett in die Luft jagen. Oh je. Hoffentlich bleibt mir noch genug Zeit. Ja, und wie machen wir das jetzt? Wo? Wie? Ah, die perfekte Bombe. Und ich habe es nicht gern, dass sie sich in meiner Tasche befindet. Gut, ich muss schauen, wo ich den geeigneten Ort für diese Bombe finde. Das hier sollte der perfekte Ort sein. Na dann, perfekt. Glücklicherweise war das Kabel lang genug. Es wird Zeit. Jetzt geht's aber, das ist aber jetzt hier schon voll Endgame, oder? Spielen wir das Spiel gerade durch? Ist das die Endgrafik? Nach all den Abenteuern und Strapazen stehe ich endlich am Ende meiner Wirklich? Reise. Unglaublich, was ich erlebt habe. Die Caponia löschten nicht nur meine Erinnerungen, sondern nutzten mich auch aus, um an den geheimnisvollen Energiekristall der Scolaria zu kommen. Schau sie dir an, diese gewaltigen Gewächshäuser. In der Zukunft habe ich gesehen, welche Tragödie all dies verursacht hätte, aber damit wird jetzt Schluss sein. Zündung! Oh mein Gott! Das war knapp. Oh nein! Lieutenant! Was ist los? Warum schreist du so? Meine Instrumente zeigen eine Detonation an! Wie bitte? Eine Detonation? Was für eine Detonation, verdammt! Eine Detonation in Zürich, Sir! Es scheint, als ob... Als ob was? Nun rede schon! Das... Die Gewächshäuser wurden gesprengt, Lieutenant! Gesprengt? Wie konnte das geschehen? Hol mir den King auf den Bildschirm! Was haben Sie da im Mund, mein King? Nichts. Slavik, warum habt ihr mich geweckt? Steht etwa endlich diese Planetenverbindung? Noch nicht, mein King. Etwas Schreckliches ist geschehen. Wir brauchen sie hier auf der Brücke. Keine schlechten Nachrichten mehr, sonst explodiere ich. Mit Explosionen liegen Sie gar nicht so falsch, mein King. Was? Was hat das zu bedeuten? Und was beim Imperator ist das hier? Sie wurde ermordet, mein Schatz. Wer ist dafür verantwortlich? Oh nein! Was ist jetzt schon wieder? Ich war abgelenkt durch die Detonation, Boss! Der Satellit! Er befindet sich auf Kollisionskurs! Boss! Ausweichmanöver einleiten! Los! Warum bewegen wir uns nicht? Der Motor spricht nicht an, Boss! Jetzt mach schon! Gib Gas!
Irgendwie wehen die Fallen rückwärts. Seit Jahren schon befanden wir uns unter ständiger Beobachtung außerirdischer Wesen. Doch letztendlich konnte ich durch Spürsinn und Einfallsreichtum diese fremden Wesen besiegen und in die Flucht schlagen. Alle Details, verehrte Damen und Herren, finden Sie in meinem demnächst erscheinenden Buch. Ich danke Ihnen. Hast du das Buch? Ich danke Ihnen. Kein schlechter Titel für ein Buch, schätze ich. Na dann. Das war's dann schon. Das ging jetzt plötzlich ganz schnell, oder? Mit Zack McCracken in The Alien Mindbender. Jo, was kann ich als Fazit über das Spiel sagen? Dem Spiel hat definitiv ein klares Konzept gefehlt. Eine klare Struktur. Der Originalteil hatte eben das Konzept, dass man mit begrenztem Budget auskommend durch die Welt reisen muss und dass sich die Rätsel dann quasi durch verschiedene Orte hindurch und sogar über den Mars hinweg ergänzen und ergeben und das eine beeinflusst das andere und man muss immer mit dem Geld haushalten. So ein Konzept in der Art hatte Zack McCracken in The Alien Mindbender nicht. Das war so ein typisches Fanprojekt im Grunde, das voller Easter Eggs und voller Referenzen war, einige Rätsel und Spielmechaniken aus dem Originalspiel übernommen hat, aber ohne tatsächlich irgendein stringentes Konzept zu verfolgen. Ja, genau, insofern, das hat dem Spiel gefehlt auf jeden Fall. Gerade am Anfang habe ich ja schon über den Humor geredet. Das Spiel ist 2008 erschienen, wer weiß, wie lange das in Entwicklung war. Insofern will ich dem Spiel jetzt die ziemlich sexistische Charakterdarstellung von weiblichen Figuren und auch ein paar ziemlich rassistische Stereotype nicht zu sehr vorwerfen, aber da hätte man auch 2008 mit ein bisschen mehr Feingefühl rangehen können, aber gut. Da habe ich ja schon ausreichend drüber geredet. Das finde ich nicht gut, aber wie gesagt, das kann man dem Spiel so ein bisschen nachsehen. Und auch der Humor insgesamt ist halt immer so eine Sache mit Humor. Erstens ist Humor sowieso was sehr Subjektives und das Spiel hatte jetzt in den seltensten Fällen meinen Humor. Also Witze, die mich angesprochen haben, aber das ist immer subjektiv und Humor altert in der Regel auch schlecht. Das ist sowieso schwierig. Ah, ein Epilog. Schauen wir mal noch. Ja, das sagst du immer. Stimmt. Sorry, ich hatte leise gemacht den Abstand. Um deine schmutzige Wäsche vorbeizubringen, ein Glas von meinem Sherry zu trinken und dir an meinem Törtchen den Bauch voll zu schlagen. Oma, die Verbindung. Wer ist das nun wieder? Hallo, Bub. Du, die Verbindung war plötzlich weg.
Na sowas. Also, das... Ich wollte fragen, wie es mit Samstag aussieht. Samstag? Wieso? Ich glaube, ja, da habe ich vermutlich keine Zeit. Magst du Männer? Hä, was? Wie soll ich das denn bitte verstehen? Naja, nachdem du ja noch keine feste Freundin hattest, habe ich für Samstag eine Verabredung mit einem Geschäftskollegen organisiert. Du hast was? Naja, ich dachte mir, du kannst doch nicht ewig alleine bleiben und... Oma, mach so etwas nie wieder. Ich möchte kein Date mit diesem Kerl und selbst, wenn ich es wollte, würde ich mich selbst drum kümmern. Habe ich mich verständlich genug ausgedrückt? Du bist so undankbar. Slavik, womit habe ich das verdient? Jeder Caponi ist harmloser als meine Oma. Oma, jetzt lass mich mit diesem Arbeitskollegen in Ruhe. Erstens bin ich nicht schwul und zweitens, ich habe seit neuestem meine Freundin. Hallo, Zack? Hallo, Annie. Ja, hallo. Du hast jetzt eine Freundin? Ach, was? Ich doch nicht. Meine Oma dachte, also sie meinte, vergiss es einfach. Okay. Du weißt doch, dass ich morgen Geburtstag habe. Ja, na klar doch. Ja. Ich dachte da an eine kleine Feier bei Herzenlicht. Zu zweit. Hast du vielleicht Lust, vorbeizukommen? Du meinst wir beide nur? Also du und ich? Ja, genau. Also, hast du Lust? Klar, ich bin dabei. Bis gleich dann. Bis gleich. Und, Zack? Ja? Kannst du eines dieser kleinen Rosanen mitbringen? Ich schau, was ich machen kann. Oje, ein Rendezvous mit Annie. Und ich, Idiot, hab kein Geschenk für sie besorgt. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Sie liebt Orangenbuttercremetorte. Die Frage ist nur, ob ich alle Zutaten dafür da habe. Und was meinte sie mit den kleinen Rosanen? Ich war mir nicht bewusst, etwas Rosanes im Haus zu haben. Na gut, dann machen wir sogar, dann gibt es sogar noch einen Epilog. Dann machen wir noch eine extra Folge dafür. Machen wir jetzt für heute Schluss, würde ich sagen. Oder machen wir eine Doppelfolge draus, weil jetzt läuft schon eh schon so lange, ne? Ist okay. Gibt morgen wieder keine. Warum nicht, wenn es sich so ergibt? Ich wollte nur noch kurz jetzt hier eben die Szene, ne? Dass Annie quasi als, eh nur noch als Nebenfigur eingeführt wird und dass die jetzt quasi als Trophäe am Schluss dient. Das greift auch wieder ziemlich stark dieses ziemlich misogyne Thema dieses Spiels auf. Finde ich alles nicht gut. Auch in 2008 nicht gut. Aber ja, genau. Und genau, was ich noch sagen wollte, grundsätzlich war die Welt von Zack McCracken im Originalspiel, finde ich, auch sehr viel abgedrehter und das Adventure war sehr viel mutiger, was seinen Humor angeht. Eben, dass diese Studentin aus einem alten Bus dieses Raumschiff bauen und dass man dann eben auf den Mars auch sich teleportiert und auf dem Mars Rätsel löst und überhaupt das ganze Design der Welt war irgendwie ein bisschen absurder und ein bisschen seltsamer. Und das haben die mit diesem Remake, finde ich, wirklich gar nicht gut eingefangen. Im Endeffekt ist das irgendwie ein x-beliebiges Adventure, wo man durch die Cash Card und einigen Easter Eggs eine Verbindung zu Zack McCracken hergestellt hat. Aber die Handlung passt erstens gar nicht so gut in die Zack McCracken-Welt, finde ich. Und zweitens führt die Handlung auch die Originalhandlung weder weiter, noch ergänzt sie oder baut sie aus, sondern macht irgendwie einfach was Neues. Es geht ja auch schon damit los, dass alle Ereignisse, dass alles, was man im Originalspiel gemacht hat, rückgängig gemacht wird und dann kommen die Caponi mit einer neuen Bedrohung. Und zwar experimentieren sie mit irgendeiner mutierten Pflanze, die irgendwo in der Schweiz von Menschen hergestellt wurde. Das ist eine komische Story für eine Fortsetzung. Wie gesagt, das klingt für mich wie ein Skript für ein eigenständiges Adventure, über das man dann Zack McCracken geklatscht hat, weil warum nicht? Naja, alles im Allen, darf man aber nicht vergessen, es handelt sich hier um ein Fanprojekt. Das heißt, Privatpersonen haben das höchstwahrscheinlich in ihrer Freizeit nebenher zusammengeschustert, das Ganze.
Und dafür ist es definitiv ein sehr gutes Adventure und ein sehr gutes Spiel geworden. Und so gesehen, da es sich um ein kostenloses Adventure handelt, ein kostenloses Fanprojekt, ist es aus der Perspektive betrachtet schon wirklich ein sehr gutes, kostenloses Adventure. So, jetzt müssen wir uns aber scheinbar erstmal in unserer Wohnung umschauen. Was wir hier noch so finden. Da ist was Kleines, Pinkes. Pariser, ach so. Was, der ist schon ausgepackt und wie? Ist der wiederverwertbar oder wie? Ist der frisch gewaschen und wieder zurück in die Schublade gelegt? Warum? Will man den wirklich noch benutzen? Erstens, kann man den noch benutzen? Wahrscheinlich bräuchte man extra nochmal Gleitcreme, oder? Um den wieder ein bisschen einzufetten. Und zweitens, warum? Du siehst doch ganz genau, was das ist. Muss ich denn hier alles kommentieren? Ich ziehe dir gleich auch mal eine über. Dir würde das sicherlich Spaß machen, mir aber nicht. Ha. Ich glaube, es gibt wirklich wiederverwendbare Kondome, aber ich finde es irgendwie echt ein bisschen... Weiß ich nicht, aber okay. Na, super. Chuck hat's erwischt. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Was? Deine tote Zimmerpflanze sieht für dich uninteressant aus. Sie würde den Klimawechsel nicht vertragen. Niemals. Chuck ist eine sehr empfindliche Pflanze. Tja. Die geht irgendwie nicht wirklich drauf ein, dass die tot ist. Chuck, hast du Durst? Jetzt haben wir leider unseren Superdünger nicht mehr, ne? Das würde wahrscheinlich helfen. Schenken wir den Teddy. Für was habe ich jetzt die Puppe gebraucht? Für was habe ich dem kleinen Mädchen die Puppe noch weggenommen? Und lauter so Sachen, ich verstehe das alles nicht. Ah, Sheriff Lobo. Nein, der bleibt hier. Ich will nicht, dass er dreckig wird. Daraus habe ich wichtige Beobachtungs- und Lauschangriffstechniken gelernt. Die haben Sammlerwert. Ich lasse sie lieber hier. Maniac Mansion ist da hinten ein Plakat. Hm. Spoiler-Alarm. Warm und weich. Warum bin ich nur aufgestanden? Das Bett steht an einem optimalen Standort. In diesen Schüben bewahre ich einige Rezeptbücher auf. Da sage ich nicht nein. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Aha. Ein Kochbuch. Ein Backbuch meiner Oma. Allerdings befindet sich darin nur ein einziges Rezept. Nämlich eins für Kuchen. Lieber Zack. Da du wegen deiner Allergie keine Orangen verträgst, solltest du stattdessen künstlichen Orangenextrakt verwenden. Vorgebackener Tortenboden, Buttercreme, Orangenmarmelade, Orangen. Na, das ist mal ein Rezept. Nicht schlecht. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt diese Zutaten her? Ich hoffe, wir haben die im Kühlschrank. Oh nein! Oh, das hätte ich besser nicht getan. Alles zerdeppert. Lediglich ein Stück Butter ist unversehrt. Da ist nichts mehr zu machen. Ein Stück Butter. Ich glaube, ich brauche sie nicht. Das wäre total un... Ein Backbuch meiner Oma. Ja, ja, zeig mir das Rezept nochmal. 200 Gramm Buttercreme. Aber wo kriegen wir einen Torten, einen Kuchenboden her? Also...
muss ich vielleicht nochmal... Ich schau mal, ob wir rausgehen Das habe müssen. Ich selbst gemacht. Vielleicht kriegen wir was bei den Artificial Hair Brothers. Oder im Briefkasten. Oder ich rufe einen Kuchenlieferservice. Ich will jetzt nicht telefonieren. Ich habe Post. Ein Paket. Hm. Mal sehen, was drin ist. Ah, ein gelber Zirkel. Vor 2 Jahren bei Lubei bestellt und heute endlich angekommen. Das nenne ich Service. Ein gelber Zirkel. Da ist ein Tortenboden. Aha, mit dem Zirkel können wir jetzt wahrscheinlich in das Glas... Das könnte gefährlich werden. Die Idee war ja ganz gut. Oh nein. Das ist Oder dann mit dem vielleicht. Das führt zu... Dann kombinieren wir das. Ich ja. könnte versuchen, die Spitze statt der Bleistiftmine in die Verankerung zu schrauben. Mal sehen. Mein Fundus an Ideen ist schier unerschöpflich. Geboren wurde der Titan-Cut-Zirkel. Ein Werkzeug, das in keinem Haushalt fehlen darf. Und jetzt... Schade, das funktioniert nicht. Warum denn nicht? Spinnst du jetzt? Mach das jetzt. Dieser Tortenboden ist genau das, was mir fehlt. Aber der Bäcker hat geschlossen. Und wenn ich jetzt klingle, kann ich mir denken, was passiert. Na gut, es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Hoffentlich erwischt mich niemand. Ein schönes, rundes Loch. Einwandfrei. Hey, wisst ihr, ohne Scheiß. Ich habe mit meinem Zirkel dahin geklickt und er hat mir damit gesagt, nein, das geht nicht. Ich musste hier hinklicken, damit er dann da unten das Loch macht. Finde ich echt blöd. Vermutlich wiederhole ich mich, aber der könnte wirklich nützlich sein. Die Butter muss erst geschmolzen werden, bevor ich sie auf den Tortenboden streichen kann. Eine Tür... Na, mach doch die Tür auf, bitte. Irgendwie spinnt das Spiel gerade. Eigentlich sollte das Menü nicht mehr da sein. Oh Gott, ist es jetzt kaputt? Endgültig? Muss mal schnell, ich speichere mal kurz. Ah, ich habe da eh gespeichert, zum Glück. Okay, alles gut, aber trotzdem. Also einen Backofen und eine Mikrowelle haben wir theoretisch. Vielleicht könnten wir die Butter in der Mikrowelle schmelzen. Na, schau. Bling. Wunderbar. Okay, aber bitte vorsichtig. Na gut, jetzt bräuchten wir noch irgendwas mit Orangen, ne? Wo haben wir denn die Marmelade hingepackt, die hier stand? Mensch, die bräuchten wir jetzt wieder. Das macht nur Sinn, wenn ich was zu backen habe. Das macht keinen Sinn. Den Kuchen sollte ich erst backen, wenn er wirklich fertig ist. Nicht zu sehen. Hm. Stell dir lieber nur vor, wie es darunter aussieht. Vielleicht müssen wir uns doch draußen noch mal ein bisschen umsehen, oder? Wahrscheinlich. Gehen wir noch mal raus auf die Straße. Ja, hey Leute, dann machen wir jetzt aber Schluss für heute. Dann machen wir jetzt hier wirklich mal Schluss, weil scheinbar geht das noch ein bisschen länger. Ich speichere nochmal. Dann würde ich sagen, geht's übermorgen quasi, weil heute war ja Doppelfolge, genau hier an der Stelle weiter. Und dann bringen wir das Spiel wirklich zu Ende, Ende, Ende. Und holen uns traurigerweise die Trophäe, die Annie heißt und ein Mensch ist. Aber mehr... Motivation oder Belohnung hat das Spiel wohl nicht zu bieten, als einen Menschen zu objektifizieren. Yay! Bis dann. Ciao.